so, und da habe ich wirklich Energie gespart. Wenn ich dann noch, mein Dreifaches da so, und da habe ich wirklich Energie gespart. Wenn ich dann noch, mein Dreifaches. Rotha TV ist heute zu Gast in Eschenburg-Wissenbach. Das liegt am Rande des Rothasteigs in der Nähe von Dillenburg. Und neben mir steht Götz Konrad. Er ist der Bürgermeister der Gemeinde Eschenbach. Warum wir heute hier sind, ist die Energiemesse, die hinter uns in der großen Mehrzweckhalle stattfindet und hier auf diesem Freiplatz. Herr Konrad, die Gemeinde hatte seinerzeit vor einigen Jahren die Idee, eine solche Messe zu veranstalten. Wie kommt man darauf? Indem man gute Ratgeber hat. Also die Idee haben wir nicht selbst gehabt, sondern es kam ein Gebäudeenergieberater aus der Gemeinde auf mich zu und sagte, können wir da nicht was machen? Das ist ein Thema, was auch steigende Wichtigkeit bekommen wird. Und da haben wir gesagt, ja, die Gemeinde hat Bürgerhäuser und dergleichen mehr. Und da haben wir quasi den Rahmen angeboten und der hat sich immer mehr gefüllt. Wir haben 2006 mal angefangen mit einer Handvoll Vorträge und einem Dutzend Aussteller und heute sind es mehr als 40 Akteure. Also das Thema wächst auch an Bedeutung und auch an Zulauf. Unter der Energiemesse steht als Untertitel, es geht um Ihr Geld. Ja. Das ist heute aktuell, es war gestern aktuell, es wird auch in der Zukunft aktuell sein. Was kann denn der Besucher auf dieser Messe erfahren? Wo kann er sinnvoll neue Technik einsetzen, um tatsächlich auch zum Beispiel als Hausbesitzer Geld einzusparen in der Zukunft? Gut, das muss man immer für den Einzelfall dann klären. Wir haben zum Beispiel die Gebäudeenergieberater oder die Schornsteinfeger, die wissen für den einzelnen Bedarf am besten, was man anbieten kann. Und deswegen findet man hier von den Beratern bis zu den Finanzierern eigentlich alles, wo man sich mal schlau machen kann. Beratung stand von Anfang an im Vordergrund, deswegen nehmen wir auch zum Beispiel keinen Eintritt. Das ist auch vielleicht ungewöhnlich, aber wir haben gesagt, wir wollen als Gemeinde zumindest eine Plattform bieten, wo sich halt dann auch die Anbieter und die Interessenten zusammenfinden und dann im Einzelnen ausmachen, wie die Lösung für den Hausgebrauch am besten aussehen kann. Denn pauschal kann man nicht sagen, jetzt was ich, Holz ist das Beste oder Photovoltaik oder Wärmepumpe. Wahrscheinlich ist es letztlich die Mischung. Und für jeden Einzelnen muss jeder seinen Weg erstmal selbst ergründen. Das liegt zum einen am Bedarf, Wärmebedarf, Strombedarf, zum anderen auch an den Möglichkeiten, die vielleicht ein Haus bietet. Wenn ich neu plane, sieht es natürlich anders aus, als wenn ich einen Bestand saniere. Und deswegen muss man halt die verschiedenen Antworten für seine Fragen dann hier suchen und die kann man auch finden. Es ist ein Stück regionale Wirtschaftsförderung, denn viele dieser Anbieter, die kommen aus dem hiesigen, aus der hiesigen Region. Ja. Also das ist auch interessanterweise fast so eine Kopplung an den Rothasteig. Wir sehen, das sind Themen, die uns verbinden. Ja, deswegen sind wir als Gemeinde auch präsent mit Wanderwegen. Wir liegen zwar beim Rothasteig nur an einem der schönsten Zuwegungen, aber das Thema verbindet uns. Also jetzt gerade auch Haubergsholz ist ja durchaus ein Thema, was uns auch im Siegerland wieder begegnet. Und so haben wir es auch aufgezogen. Wanderwege ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, was vielen vielleicht nicht bewusst ist. Aber wir wollen auch ein bisschen zeigen, wie schön die Region ist und dass man durchaus hier auch gute Geschäfte machen kann. Es ist jetzt Mittagszeit, Sonntag, nur noch heute ist die Ausstellung geöffnet. Wie ist denn bis jetzt Ihr Resümee für dieses Jahr und auch für die letzten Jahre zurückblickend? Ja, Besucherresonanz steigend. Es sind auch viele, die immer wieder kommen. Ja, durchaus zeigt das auch, dass so mancher länger überlegt. Und das ist ja auch gut so. Wir hatten gestern, kam der Winter nochmal zurück. Also wir mussten erstmal so 15 cm Schnee nochmal beseitigen. Aber wir wollten eigentlich ja Anfang Februar diese Messe veranstalten. Und da haben wir gesagt, hier ist überhaupt nichts zu reisen. Der Winter ist noch so präsent. Deswegen haben wir verschoben. Jetzt kam er wieder. Aber ich denke, heute ist das Wetter so einladend, dass auch der Besucheransturm am Nachmittag naturgemäß noch höher ist. Haben leider jetzt keine Zahlen, ja, weil wir keinen Eintritt heben, aber gefühlt, glaube ich, sind wir auf jeden Fall, so wie auch im letzten Jahr, hier gut im Rennen. Und ich sehe es zumindest an vielen einzelnen zufriedenen Gesichtern, dass sie auch die Antworten dann bekommen, die sie gewünscht haben. Und ich gehe davon aus, es wird auch in den Folgejahren eine derartige Veranstaltung hier in Wissenbach geben. Ja, wird schon fleißig diskutiert. Wir werden uns nochmal zusammensetzen, auch mit den vielen Ehrenamtlichen, die ja auch das Ganze irgendwo stemmen müssen von der Arbeit her und gucken, ob das jetzt unbedingt im nächsten Jahr sofort wieder ist oder ob wir in den zweijährigen Turnus kommen, das werden wir noch entscheiden. Aber wichtig ist, dass wir dranbleiben am Thema. Am besten einfach mal auf der Internetseite der Gemeinde vorbeigucken oder wir haben uns auch im Internet ein bisschen breit gemacht, ob Sie jetzt endlich-energie oder energie-endlich eingeben. Sie kommen immer wieder bei uns an und da kann man auch die neuesten Entwicklungen, Vorträge dann sehen. Wichtig ist, dass man beim Thema...